Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Katzen-Tipps-Blog. Heute möchte ich fast schon parallel zu dem Streutest das Nassfutter testen. Und zwar möchte ich einfach mal, ich habe wirklich querbeet, ich war jetzt also an die 2 Stunden einkaufen und habe wirklich in ganz verschiedenen Märkten, in ganz verschiedenen Preisklassen, habe ich einfach mal verschiedene Nassfuttersorten gekauft. Ich kann sie natürlich nicht zeigen, weil ja, manch ein Hersteller wird mir das nicht ganz übel nehmen in Wirklichkeit, deswegen zeige ich das natürlich nicht. Aber ich bewege mich in der Preisklasse 29 Cent bis hin zu 89 Cent. So viel kann ich mit Sicherheit verraten. Da kann mir keiner böse sein deswegen. Und im Grunde genommen mache ich das ähnlich, also wirklich fast schon wissenschaftlich. Und zwar werde ich einfach versuchen, das Ganze mal zu zeigen. Wir machen vielleicht 2, 3 Durchgänge. Also wir testen das Aussehen, den Geruch. Und schlussendlich habe ich mir bei allen Herstellern irgendwo die Zutatenliste mal in die Hand genommen und aufgeschrieben. Und da werde ich euch natürlich ganz wichtige Details dann eben mitteilen, worauf man achten sollte und im Grunde genommen, was wichtig ist beim Nassfutter. Okay, fangen wir erstmal an. Das Thema beginnt eigentlich schon beim Napf. Deswegen habe ich hier 2 Näpfe vorbereitet. Also ich zeige das mal kurz. Also das ist übrigens die Napfempfehlung von Katit. Der einzigste Nachteil dieser Näpfe ist, dass sie ein bisschen klein sind. Und wer jetzt mehr als eine Katze hat, der wird schon ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Es ist ein bisschen blöd. Wir benutzen die auch nur für Kitten. Aber im Grunde genommen sind es ganz, ganz tolle Näpfe. Und das ist so die erste Empfehlung, die ich an der Stelle einfach geben möchte. Und zwar geht es darum, ein Napf sollte entweder aus Edelstahl sein oder ein Keramik oder ja, in Keramik ähnliche Ausführung. Ja. Der Vorteil an diesen Näpfen, das sind die Katit-Näpfe, ist, dass sie unten so eine Gummimatte haben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also sie sind wirklich rutschfest. Und im Grunde genommen, ja, da hat man ein bisschen so die Option, vielleicht fürs Wasser und fürs Nassfutter oder fürs Trockenfutter, wie auch immer. Also wirklich, wir können die sehr empfehlen. Wie gesagt, das einzigste Manko an diesen Näpfen ist, dass sie ein bisschen klein sind. Aber das können wir nun mal nicht ändern. Und wie gesagt, wir benutzen die nur für Kitten. Und für die Großen benutzen wir die große Keramikschalen, nenne ich das fast schon mal. Oder eben auch Edelstahlnäpfe. Und beide haben natürlich den Vorteil, Spülmaschinen geeignet etc. Also da kriegen sie natürlich die ganzen Keime raus. Und das ist ja ein ganz großer Nachteil von Plastikschalen oder Näpfen, dass diese eben, sobald sie einen Kratzer kriegen, auch, ja, die muss man nicht unbedingt richtig sehen, ja, dass sich da schon Bakterien sammeln und zum anderen sind die ganz leicht und dann rutschen die wie blöd. Und deswegen sind sie schon mal aus den 2 Gründen schon überhaupt nicht dafür geeignet. Und wie gesagt, Keramik oder Edelstahl, beide ein bisschen schwerer. Und hier hat man wirklich den Vorteil, dass durch die Gummifüßle, nenne ich das jetzt mal, die Rutschsicherheit gewährleistet wird. Da tun die Katzen natürlich nicht zu viel, ja, die Schale bewegen und dementsprechend das Futter dann auch irgendwo auf dem Boden lassen. Gibt's auch von anderen Herstellern, gibt es in anderen Größen und deswegen wollte ich das Thema nur kurz ansprechen, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, wenn es um das Thema Nassfutter auch geht und Wasser natürlich in dem Fall ist. Und ja, da dachte ich mir, das passt ganz gut rein. Okay, fangen wir mit dem Test an, sonst wird das Ganze ein bisschen zu knapp, glaube ich, von der Zeit. Also im Grunde genommen ist es so, ich habe wirklich 6 Futtersorten gekauft, die Sie im Grunde genommen überall kaufen können. Von A bis Z, also wirklich ja, von einem Discounter bis hin zu Zooplus, also von A bis Z, passt ganz gut rein. Auch bei Fressnapf, also solche Sachen, also wirklich alles, im Grunde genommen keine Geheimnisse, auch eigene Hersteller oder eigene Firmenprodukte, nenne ich das jetzt mal. Ich denke, Sie wissen, was ich damit meine. Und wie gesagt, wir bewegen uns in der Preisklasse 29 Cent bis 89 Cent. Natürlich gebe ich zum Schluss dann die Empfehlung an Sie oder unsere Empfehlung dann an Sie weiter, eben mit der Begründung, diese erfahren Sie im Laufe des Tests. Ganz wichtig ist zum Beispiel, jetzt komme ich vielleicht kurz in den Eckdaten und dann können wir schon mit dem Test beginnen. Und übrigens ganz zum Schluss schicke ich hier alle Katzen rein,
Und ja, dann dürfen sie auch dementsprechend essen. Ich kann das mit Sicherheit nicht so gut zeigen. Das erkläre ich aber auch gleich, warum das nicht gehen wird, dass sie wirklich nur das eine Futter bevorzugen, weil im Grunde genommen sind in vielen Futtersorten natürlich Lockstoffe und sonstiges enthalten und das lockt auch die Katzen dementsprechend, sonst würden sie das auch gar nicht essen. Ja, aber wie gesagt, dazu komme ich auch gleich. Also ganz wichtig ist ein hoher Proteinanteil. Das sollte jedes Futter wirklich haben. Das Fett ist nicht wirklich lebensnotwendig. Ja, also Fett ist ein guter Geschmacksträger natürlich, aber es muss ja nicht zu viel Fett in dem Futter sein. Ich habe auch Fettangaben gemacht, diese werde ich auch gleich zeigen. Ganz wichtig ist, fangen wir vielleicht mit den Negativen. Also ganz schlecht sind natürlich Kohlenhydrate, diese brauchen die Katzen nicht. Und das sind so die Futtersorten, wo viel Mais drin ist, sonstiges. Das sollte man eben vermeiden. Und natürlich ganz heftig, das werden Sie gleich sehen, sind die ganzen tierischen und tierische und nebentierische, fleischliche und tierische Nebenerzeugnisse. Ja? Das ist also im Grunde genommen alles, was von einem Tier übrig bleibt. Oder und im Grunde genommen kann das auch sein, dass da auch Gehirn beigemischt wird. Ja? Das klingt ein bisschen hart, aber es ist so, weil das auch das ein tierisches Nebenerzeugnis ist. Also wirklich sämtliche Reste von einem Tier in Wirklichkeit. Und das ist schon das Erste, was mich immer ein bisschen abschreckt. Aber ich hoffe, Sie verstehen mich in der Hinsicht. Und das Zweite ist natürlich auch die pflanzlichen Nebenerzeugnisse. Das ist genau das Gleiche in Blau. Natürlich nur pflanzliche Natur. Das sind meistens Getreidehülsen, die sehr schlecht zu verdauen sind. Ja, also das sind wirklich zwei Punkte, woran man wirklich als Erstes beim Futter achten sollte. Auf jeden Fall, dass diese tierischen, ich muss immer schauen, wie das genau heißt, fleischlichen und tierischen Nebenerzeugnisse nicht enthalten sein sollten, ja, also nicht in geringer Menge, sondern wirklich gar nicht enthalten sein sollten. Und das Zweite ist natürlich die pflanzlichen Nebenerzeugnisse, das ist genau das Gleiche, wie gesagt, nur auf pflanzlicher Basis. Und es ist genauso schädlich und sollte man auch vermieden werden. Nebenbei eben Kohlenhydrate, also ein bisschen achten Sie ein bisschen, dass da kein Reis etc. drin ist. Und wichtig ist vielleicht zum Vorteil, also wirklich das Protein sollte in höchstem Maß vorhanden sein. Und natürlich Fleisch oder der Fleischanteil auch ganz hoch. Also da muss ich sagen, alles unter 50% hat bei uns sowieso keine Chance. Okay, beginnen wir mit dem Test. Ansonsten schreiben Sie sich das mal auf, was ich jetzt gerade eben erklärt habe, aber Sie werden das gleich sehen. Und zwar habe ich natürlich 6 Probanden. Wie gesagt, ich kann die nicht ganz zeigen, aber ich mache das, ich muss auch ein bisschen improvisieren, verzeihen Sie mir manchen Fehler. Okay, um das überhaupt zeigen zu können, mache ich das ein bisschen anders. Und zwar, ich mache das jetzt im Hintergrund auf. Also ich habe jetzt eine Sorte Kaninchen und Ente. Okay, also mache ich jetzt raus und dann ersetze ich natürlich die Schale, um Ihnen das zeigen zu können. So, ich glaube, so ist es besser. Also ich hoffe, Sie können das sehen. Ich habe auch einen Zettel vorbereitet, eben um natürlich keine Verwechslung zu machen, aber im Grunde genommen ist es jetzt, dazu komme ich gleich vielleicht. Also wie gesagt, verzeihen Sie mir manches, weil ich improvisiere das. Ich konnte es natürlich auch nicht testen, weil das wirklich jetzt nicht in meiner Natur liegt, eigentlich den ganzen Tag sowas zu machen. Aber ich halte das Thema für ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal so einen großen Test. Aber ich bereite so ein Video eben nicht vor. Sie sehen das wirklich live, so wie es geschieht in Wirklichkeit. Jetzt habe ich die zweite Sorte und die heißt Rind und Lamm. Auch hier werde ich es Ihnen zeigen. Ich fahre jetzt vielleicht kurz rüber, dann können Sie das auch sehen. So. Okay, dann kommen wir zum dritten. Also wie gesagt, das sind die gängigsten Hersteller, wo in vielen Märkten meterweise Regale ausfüllen. Ja? Also das ist jetzt wirklich kein unbekannter Hersteller oder das sind wirklich alle querbeet. Also da brauchen Sie keine Angst zu haben, dass ich einen vergessen habe. Dann kommen wir zum nächsten. Ich fahr gleich rüber. Stückchen rüber. So. Das ist also Wild und Gemüse. Okay.
Zu den Zetteln komme ich gleich, da lese ich Ihnen das vor, weil vielleicht sehen Sie das nicht so. Aber wir testen vielleicht erstmal die Optik. Dann habe ich den nächsten Konkurrenten fast schon, ja. Und zwar ist es, ich habe auch bewusst unterschiedliche Formen ausgesucht, ja, also in Gelee-Form, in der normalen, sage ich mal, Gulasch-Form, in Tütchen, in Döschen. Also ich habe wirklich alles da, um natürlich Ihnen auch mal, ja, ein bisschen auch meinen Senf dazu zu geben natürlich. Und damit Sie auch nicht denken, dass ich immer nur eine Sorte schlecht mache, weil das natürlich nicht zutrifft. Okay, das ist die Nummer 4. So, dann kommen wir zu Nummer 5. Ah, die Katzen werden mich gleich umbringen, ja, weil sie den ganzen Tag nichts zu essen gekriegt haben. Also was Nassfutter anbetrifft. Und zwar, weil ich eben für diesen Test habe ich gedacht, ja, tue ich die mal ein bisschen aushungern. Wobei ich sagen muss, wir benutzen kein Alleinfutter. Also unser Nassfutter, bei Nassfutter gibt es zwei Unterschiede. Das eine Nassfutter ist als Alleinfutter gedacht, das heißt, aber sie müssen wirklich ganz große Mengen davon geben. Also die meisten Hersteller geben vor, circa 4 Döschen pro 4 Kilo Katze, ja? Also pro Katze, die 4 Kilo wiegt am Tag. Und das ist für uns persönlich, sage ich mal, schon was ganz Unwirtschaftliches. Ja, okay, die Nummer 5, das ist also Truthahn, jetzt fahre ich nochmal schnell durch. Okay. Ja, das ist so eine Art Pastete. Also wie gesagt, ich habe alle verschiedenen Formen. Die Geleeform, die normale Flüssigform in Tütchen, das sind die in der Mitte zwei. Ganz links zwei sind eben die, ja, die Gelee, die Geleeform. Und das ist hier so ein, was ist das überhaupt? Pastete, genau. Und ganz zum Schluss unsere hauseigene Empfehlung. Aber ich lasse jetzt die Verpackung erstmal weg, weil dann zeige ich sie Ihnen natürlich zum Schluss und im Zuge des Blogs Grundausstattung einer Katze mache ich noch einen extra Blog über das Thema, weil das ist wirklich jetzt ein Test. So, und hier natürlich unsere hauseigene Empfehlung, sage ich jetzt mal. Okay, das ist die Nummer 6 und das ist dann Thun und Schrimps. Okay, fangen wir an. Die Optik vielleicht, ja? Also ich beginne bei der Nummer 1. Ja, was soll ich sagen? Also es ist Kaninchen und Ente. Es sieht so bunt gemischt aus. Also es sieht zumindest nach drei verschiedenen Sachen. Es gibt ganz helle, ganz dunkle und sowas Fleischähnliches. Ja, ich hoffe, Sie können es sehen. So müsste es gehen. Okay, jetzt teste ich mal den Geruch. Ja, und das ist eben das erste Problem beim günstigen Futter. Das riecht extrem stark. Ja, ich sage jetzt nicht extra stinkt, aber es riecht extrem stark. Und das ist eben... Ah, und das riechen Sie auch auf der Toilette, ja, also so leid es mir tut, wenn Sie solch Futter geben, dann riechen Sie das am nächsten Tag auf der Toilette, was die Katzen gegessen haben, weil wenn Sie ein gutes Futter nehmen, dann riechen Sie das nämlich nicht. Okay, das zweite Thema, Rind und Lamm, genau das gleiche vom Aufbau, sage ich es mal, hier sind einfach nur zwei Sorten zu erkennen, das ist wahrscheinlich das Rind und das Lamm. Ja, also das Rind ist, denke ich mal, das hellere und das Lamm hat ja so eine lamm-eigene Farbe natürlich. So, ja, ich denke, das kennt jeder, der mal Lamm gegessen hat. Und das gleiche Problem, das riecht derartig, ja, also das würde ich würde es nie empfehlen. So leid es mir tut, jetzt an die Hersteller, aber ich begründe es auch natürlich, warum ich das nicht empfehlen kann. Okay, kommen wir zum nächsten. Da sind wir bei Wild und Gemüse. Ja, es riecht schon ein bisschen besser, es riecht so ein bisschen so, ich muss sagen, so wie Leberwurst riecht es, ja, eine frische Leberwurst sogar, ja, also es riecht nicht wirklich alt, es riecht einfach nach frischer Leberwurst, aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen pedant für mich, ja, also es ist schon ein bisschen stark in Wirklichkeit. Okay, Kandidat 4, das ist das Lamm, auch in Geleeform. Oh. Tut mir leid, aber das ist heftig. Das ist nicht mein Ding. Also Kandidat Nummer 4, Sie haben ganz schlechte Karten bei mir. Das riecht, das beißend fast schon, ja. Also es riecht nicht so stark wie die Nummer 3. Ja, hier. Aber es riecht richtig beißend.
Das würde mir Angst machen, persönlich. Ja? Jetzt fahre ich noch mal kurz durch, weil ich jetzt ein bisschen blöd vielleicht aufgebaut habe. Aber okay, kommen wir zu der Pastete. Und ich muss sagen, ah, genau. Aber es riecht wenigstens nach Leberwurst. Ja? Auch wenn es Truthahn ist, riecht es nach Leberwurst. Aber auch, das ist immer so, der Geruch, der ist für mich so beißend, ja? Dass ich schon allein aus diesem Grund das niemals essen würde. Und kommen wir zum nächsten. Unsere hauseigene Empfehlung. Ja, und es riecht eben nach Thunfisch. Ja, es riecht nach feinen, frischen Thunfisch. So wie wenn Sie vielleicht beim Discounter, da gibt es ja Thunfisch in Wasser. Was ich übrigens auch den Katzen empfehlen würde, ab und zu mal zu geben. Da können Sie sich vieles von dem hier sparen, was Sie hier sehen. Weil das wirklich ein gutes Produkt ist. Die Katzen drehen schon durch. Ich habe die Tür zu, sonst würden sie mich überfallen natürlich. Und ja, okay, gehen wir weiter. Also ich zerhakt es jetzt nicht. Ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen, weil mir auch ein bisschen die Zeit wegläuft. Mir ist es wichtiger, dass ich vielleicht auf die Daten eingehe. Da haben Sie, glaube ich, mehr davon. Okay, das Thema Kaninchen und Ente hat 4 plus 4, weil eben Kaninchen 4% plus Ente 4% gleich 8% Fleischanteil. Aber es steht klipp und klar, ich glaube, ich muss das kurz, ich mache das so. Steht aber klipp und klar, fleischliche und tierische Nebenerzeugnisse. Und das Ganze hat 4,5% Fett. Okay? Das heißt, in den 8% Kaninchen und Ente, also 4 plus 4, haben wir ungewisserweise, das ist eben das ganz Schlechte an dem Ganzen, ja, wir wissen nicht, ob das 7,9% von fleischlichen und tierischen Nebenprodukten sind oder ob das wirklich überhaupt irgendwo in die Richtung geht, ja, ob das jetzt 4 zu 4 ist, ja, also Hälfte, Hälfte, ja, ob da jetzt Gehirnmasse 4% und Fleisch 4% ist, das weiß man nicht an der Stelle, ja. Und übrigens das Grüne, das verrate ich jetzt, das P, ich hoffe, Sie können sehen, mein Edding hat leider den Geist ein bisschen aufgegeben, das P ist eben der Proteinanteil, ja, also der liegt hier bei 8,5%. Ich hoffe, Sie können es lesen. Wenn nicht, glauben Sie mir das bitte. Ansonsten gehen Sie raus in den Markt, krallen Sie sich ein Döschen, ein Tütchen, was auch immer und lesen Sie das einmal vernünftig. Schreiben Sie sich vielleicht mal die wichtigen Daten jetzt in meinem Blog, jetzt nach diesem Video einfach mal auf und dann haben Sie auch schon mal eine Sicherheit und eine Gewissheit, dass Sie das richtige Futter kaufen. Also testen Sie das. Es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, Rind und Lamm, da haben wir die gleiche Geschichte. 5 plus 5 gleich 10%. F und T, also fleischliche und tierische Nebenerzeugnisse, 4,5% Fett und 8% Rohprotein. Also die liegen übrigens alle in dem gleichen Bereich. Und das nächste ist auch Wild und Gemüse. Und da haben wir 4 plus 4, das heißt, wir haben 4% Fleischanteil, also Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Ich sage das immer so blöd, aber es ist so. Und die anderen 4% sind natürlich pflanzliche Nebenerzeugnisse. Ja? Also das ist ganz schlecht. Also das Futter geht bei mir völlig durch, weil das hat beide Sachen, die ganz schlecht die ganz schlecht sind für die Katzen in Wirklichkeit. Ja? Zum Glück haben die Hersteller jetzt alle schon mal den Zucker fast rausgenommen aus den Produkten. Aber wenn Sie sich mal die Verpackungsinhalte angucken, dass so eine Katze, die 4 Kilo wiegt, ungefähr 4 Döschen von dem Zeug am Tag essen muss, ja, dann muss ich sagen, dann haben Sie, ich weiß nicht, wie lange die Katze dann leben wird, wenn sie nur das Essen tut. Ja, weil das, die pflanzlichen Nebenprodukte eben ganz schlecht zu verdauen sind. Und die tierische, die Gehirnmasse, nenne ich das jetzt mal ein bisschen dreist, ja, ob das jetzt so vital, die Katze vital macht, ja, ob und da ein paar Vitaminchen drin sind, ja, also die mir dann das Leben retten, also ich bitte Sie an der Stelle. Da reicht, glaube ich, der gesunde Menschenverstand, um davon abzusehen eigentlich. Okay, und dann kommen wir zum Lamm. Das Ganze hat 4% Fleischanteil. Natürlich Fleisch plus Fleisch und tierische plus pflanzliche Nebenerzeugnisse. Ja? Das Ganze hat sogar pflanzliche Nebenerzeugnisse, obwohl da überhaupt keine Gemüsesorte drin ist. Ja? Und das ist schon wieder, das ist ja noch heftiger. Pures Gift in Wirklichkeit. 4,5% Fett. Und immerhin 9% Protein. Okay? Also das heißt, in puncto Protein gewinnt hier die Nummer 3.
die aber vollgepackt ist, vollgepumpt ist mit fleischlichen und tierischen Nebenerzeugnissen plus noch Bonus pflanzlich, plus die pflanzlichen Nebenerzeugnisse, die noch dazugekommen sind. Ja, also das ist, also wie gesagt, vom Fett halten die alle gleich, 4,5%. Da denke ich, guckt der eine Hersteller vom anderen ab. Es ist auch ein Kostenfaktor alles, ja. Also Fett ist ja billig. Fett ist nicht teuer und die ganzen fleischlichen Nebenerzeugnisse sind natürlich auch nicht teuer. Ja, also deswegen kriegen sie auch so einen Preis, aber wo sparen sie da Geld in Wirklichkeit? Ja, würden Sie persönlich sowas essen? Also ich nicht. Okay, kommen wir zum nächsten. Jetzt haben wir noch einen, der Truthahn. Der besteht wieder aus 4% fleischlichen und tierischen plus wieder mal pflanzlichen Nebenerzeugnissen. Ja, also, Entschuldigung, Wagen rutscht mir weg. So, also das heißt, ich habe schon wieder mal und 7% Fett, das ist also der Kalorienkiller hier, ja. Das liegt also, glaube ich, mal an der Pastete, an der Pastetenform, dass sie noch mehr Fett braucht, um das Ganze zu binden. Und immerhin hat es 11% Protein. Also das ist sozusagen, ja, das Fastfood-Restaurant unter den ganzen Futtersorten. Im Grunde genommen ein bisschen gesund auf der einen Seite, 11% Protein, ganz hoher Anteil. Aber gleichzeitig der Killerpilz mit 7% Fett und natürlich 4% fleischliche und tierische plus pflanzliche noch zusätzlich Nebenerzeugnisse, whatever, ja, also was immer noch da auch drin ist, ja, und jetzt, Sie müssen das nur abziehen, ja, also jetzt rechnen Sie mal die 4 plus die 7, dann haben Sie, was ist dann der Rest, ja, was ist dann der ganze Rest von dem Zeug? Das weiß ich nämlich nicht und das gibt auch kein Hersteller an. Okay, unsere Hausempfehlung, ich denke, wer uns schon kennt, der weiß es, ich zeige es auch offen, ja, das ist also das Mi Amor. Also wirklich das beste Futter, was wir kennen, in der Preisklasse und überall zu erwerben. Ja, Mi Amor, warum empfehlen wir das? Das ist jetzt die Sorte Thun und Shrimps. Und zwar können Sie das, hoffe ich, mal sehen. Wenn nicht, dann zwinge ich Sie dazu, indem ich einfach die Kamera bewege. Okay, und zwar haben wir 43% Thunfisch. Also Sie haben es jetzt nicht falsch verstanden. Es sind jetzt nicht 4%, sondern 43% Thunfisch. Plus 11% Shrimps. Ich halte es so, dass Sie das vielleicht ein bisschen besser sehen. Also entschuldigen Sie mir die Schärfe, weil sonst tut mir der Fokus hier spinnen. Also 43% Thunfisch, 11% Shrimps, das heißt 54% Fleischanteil. Und zwar keine Nebenerzeugnisse. Also Sie haben hier keine Gehirnmasse drin. Okay? Und das Ganze hat noch geschmeidige 1% Fett. Entschuldigung. Also 1% Fett. Und 12% Proteine. Ja, das heißt, eindeutiger Sieger. Und im Grunde genommen, genau aus diesem Grund empfehlen wir das, weil eben die ganzlichen günstigen Nebenerzeugnisse nicht da sind, weder pflanzliche noch, noch tierische. Also fleischliche und tierische heißt es ja. Und, also ich hätte jetzt auch eine Sorte mit Gemüse nehmen können. Ja, da hätten Sie einfach stattdessen 11% Gemüse gehabt. Also der Hersteller macht es so, dass bei den Mi Amors haben sie im Schnitt immer über 50% Fleischanteil. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Sorten. Das heißt, die haben zum Beispiel 43% Thunfisch und 11% Gemüse oder so. Ja? Also das ist wirklich mehr als die Hälfte. Also sie kommen immer über die 50%. Vom Preis her liegen die Döschen bei 79 Cent bei Fressnapf. Soweit ich mich nicht täusche. Und im Grunde genommen ist es so, übrigens die letzten 5 Minuten kriegen Sie jetzt eine Katzenshow von mir. 5 verrückte Katzen, die gar nicht mehr wissen, was sie essen sollen. Deswegen mache ich das jetzt kurz klein. Ja. Also wie gesagt, von der Empfehlung her ist es das beste Futter, was wir kennen. Was Sie wirklich irgendwo kriegen, ja, zu kriegen haben, also kriegen können. Weil Sie könnten auch auf das Thema Wet-Konzept zurückgreifen, aber dazu komme ich in der, wirklich der Grundausstattung, also in dem Teil Grundausstattung Thema Nassfutter und da würde ich das Mi Amor Futter nochmal ein bisschen erklären. Im Grunde genommen in dem Test sehen Sie es ja, also vom Anteil her ist das unschlagbar und ich werde noch ein bisschen auf das Thema Wet-Konzept eingehen, ansonsten googeln Sie das mal kurz nebenbei und dann können Sie schon ein bisschen reinlesen. Dieses Video mache ich dann wahrscheinlich in den kommenden Tagen und um die Serie auch ein bisschen fortzuführen. Das ist hier wirklich ein ganz großer Fleischtest, nenne ich das mal, oder Nassfuttertest, weil da müssen Sie auch wirklich
Also ich denke mal, persönlich wird keiner von Ihnen sowas essen mit 4% Fleischanteil und ja, was soll ich sagen, 96% unbekannt. Ja, also das wird kein Mensch essen. Aber warum sollen wir das den Katzen geben? Also das lasse ich jetzt im Raum stehen. Ich mache das jetzt ein bisschen klein, damit die kleinen Geier hier jetzt ein bisschen wenigstens was zu essen haben. Was ich nicht schaffe zu zeigen, ist, dass die Katzen eigentlich das erste, also das unsere Hausempfehlung, also ich fahre das nochmal zurück, dass sie diese wählen würden, weil, wie gesagt, der Geruch von den anderen ist so penetrant, dass die Katzen natürlich als erstes auf das wahrscheinlich abfahren werden. Ich weiß jetzt nicht, was sie wählen würden. Das wäre also jetzt purer Zufall, wenn sie wirklich nur das eine Futter nehmen. Aber das tun sie nicht, weil meistens hier bei den zwei Sorten tun sie das Gelee ablecken. Und dann lassen Sie das Futter nämlich stehen. Das ist so das Endergebnis. Und bei dem Mia More Produkt, ja, da wird nichts stehen gelassen. Also da wird wirklich alles komplett verbraucht, nenne ich das jetzt mal. Und wie gesagt, die Katzen greifen uns gleich an oder mich gleich an. Die stehen schon alle vor die Tür. Ich werde jetzt also versuchen, jetzt nochmal kurz zurückzufahren. Also nicht zu empfehlen. Wie gesagt, was ganz wichtig ist, ist das Protein. Fett ist relativ egal, weil die meisten Futtersorten haben ja nicht zu viel. 4,5% Fett, das geht noch. Aber 1% ist natürlich besser. Was soll ich sagen? Kohlenhydrate vermeiden, ganz gefährliche Geschichte. Also wirklich auch kein Mais und Reis und solche Sachen. Dann natürlich die pflanzlichen Nebenprodukte extrem schwer zu verdäulich. Ja, also da tun sie keiner Katze einen Gefallen. Und ich würde das Futter nie, ganz ehrlich, nie als alleiniges Futter nehmen. Ja, also das würde ich nie im Leben machen, weil dann haben sie wirklich große Schwierigkeiten, wenn sie das mal über ein Jahr futtern, denke ich mal, kriegen sie wirklich Schwierigkeiten. Und nochmal zurück zum Mia More. Hier muss ich sagen, es ist kein alleiniges Futter, da fehlen die Vitamine, ja, aber dafür haben sie ganz hohen Fleischanteil. Das heißt, es ist wirklich nur ergänzend zum Trockenfutter in dem Fall. Ja, also die Empfehlung kriegen Sie natürlich auch von mir. Ich werde vielleicht auch einen Test machen. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen mal einen Überblick verschaffen. Jetzt muss ich mal ein bisschen improvisieren. Verzeihen Sie mir das, ich muss nämlich ein bisschen mit meiner Kamera jetzt zurückfahren, um Ihnen mal die Möglichkeit zu geben, das Gesamte mal anzuschauen. Okay. So, und jetzt lasse ich mal die Kampftiger zum Schluss rein. Ich hoffe, sie tun mir jetzt nicht weh. Na komm. Weil sie riechen es natürlich, ja. Und ich wollte sie ja nicht quälen. Na komm, ihr könnt alle essen. Ihr könnt alle essen. Es dauert ganz kurz. Ich hoffe, sie kriegen das noch mit, weil ich das ihnen natürlich noch zeigen wollte, welches Futter sich die Katzen aussuchen. Aber wie gesagt, da verliert meistens das Premium-Futter, weil das einfach wenig Lockstoffe drin hat. Ja, also deswegen, das ist immer so der Punkt, wo natürlich die günstigen Futtersorten, was heißt eigentlich nicht günstig, ja, also wie gesagt, ich habe mich im Bereich 29 bis 89 Cent bewegt. Also das heißt ja nicht, dass hier das billigste Futter hier irgendwo ganz schlecht ist. Das stimmt nicht. Im Grunde genommen ist das Mia More, kostet ja 79 Cent. Also ich hab da noch einen Hersteller gehabt, der eben für 89 Cent zu bekommen war. Und deswegen denke ich mal, ist das ja nicht wirklich die billigste Sorte und das andere die teuerste Sorte. Also das ist sie nicht. Aber wie gesagt, darauf achten, weil solche Futterarten mehr Gift in sich und Abfälle und sonstiges als eigentlich Zeug, was den Katzen gut tut. Und deswegen versuche ich sie einfach ein bisschen in der Richtung zu impfen, um die Hersteller jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht zu machen. Einfach mal wirklich drauf schauen, was für Sorten im Grunde genommen oder was im Grunde genommen drin ist in dem Futter. Und dann sind sie schon mit Sicherheit auf der richtigen Seite. Ja, also wie gedacht, die tun das ganze Gelee jetzt ablecken, Stück für Stück, Teller für Teller. Ja, also das
Und das Futter werden sie dann stehen wird also stehen gelassen. Das ist so das Resümee. Okay, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich auf Ihren Besuch in einem anderen Blog. Vielen Dank.